nicht gecheckt. Hä, grad nicht gecheckt. Wie? Ist das AOE? Ich bin doch da gelaufen, muss ich mir kurz nochmals anschauen. Kommt schon, ich muss hier jemanden hauen, sonst. Das Ding hier weg, genau. Das Ding auch. Ja, das Ding dodgen, ja, verstehe ich. Das auch dodgen, wenn ich irgendwie rauskomme, das ist ja böse. Wieder. Ey, jeder hat irgendwie AOE, ne? Das ist so Miele-freundlich, das Spiel. Jeder hat AOE um sich herum. Dass man ja nicht irgendwie. Okay, das. Okay, man muss nur ein bisschen mal links, mal rechts gehen. Ich muss dann jetzt warten auf meine Schattengestalt. Ich kann jetzt nicht viel machen. Wenn ich jetzt getroffen werde, bin ich instant down. Okay, jetzt kann ich Schaden machen, meinetwegen. Toll. Jetzt, wenn er runterkommt, ist meine Gestalt wieder weg. Kann ich wieder keinen Schaden machen. Yo, dieses Timing Beste. Ja. Ich müsste halt mal in der Gestalt bleiben können, aber das muss ich nicht angreifen. Digga, ist das Miele unfreundlich. So ein Arsch. Digga, ist das Miele unfreundlich. Jetzt bin ich wieder in der normalen Gestalt. Ey, lieber sterbe ich hier. Das ist so nervig, ohne Witz. Also, ey, Digga, es ist so unfreundlich, Miele. Ich kann dann keinen Schaden machen. Und meine HP sinkt ja eh. Sieht man ja. Egal, was ich mache. Auch wieder meine Gestalt verloren, weil ich sie lieber in der Gestalt mache. Wow, weg. Ja, ich kann doch keinen Schaden machen und die Gestalt endet sofort, weil ich hier jedes Mal dodgen muss oder getroffen werde. Na, oh mein Gott. Wie soll ich hier Schaden machen? Fuck you. Ich war schon bei diesem Tentakelboss so enttäuscht von dem Spiel. Und hab schon Quit-Gedanken gehabt. Und jetzt bei dem ist es halt noch anstrengender. Wieso muss ich denn so beschissen als Miele da rumlaufen? Eine lustige Schattengestalt jetzt schon nutzen, lieber sterbe ich hier.
Das Spiel einfach an, hey, wegen dem blöden Melee. Manchmal pisst mir das Spiel einfach an. Das war so schön, ich habe so viel gelernt. Heute Glyphe-Runen und was ist das hier? Segen und dann hier diese Monolith. Alles bin ich hier gelernt hier. Aber diese Scheiße bleibt mir nicht erspart hier mit Melee hier. Geh halt irgendwo hin, ich muss dich angreifen. Ich habe eine Gestalt, die muss angreifen, damit die Gestalt bleibt. Digga! Was ist denn das für ein Anti-Gameplay hier gerade? Ich muss angreifen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Was für eine Kacke ist hier. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt stehen geblieben bin. Das ist sogar in der Gestalt One-Shot, krass. Boah, dass jeder einigermaßen Boss immer nur so blöd sein muss mit dem Melee. Es ist immer nur Kreise am Boden um den Boss herum, irgendwelche Striche und du kannst halt nichts machen. Du kannst halt nichts machen. Man muss so akkurat laufen da. Wow! Achso, ich darf auch danach nicht reinlaufen. Ja, okay. Digga, ich verliere gerade so die Lust hier. Einfach später machen. Frisch. 9,5 Stunden. Boah, keine Geduld. Ich wollte einfach nur ein bisschen entspannt farmen hier. Jetzt muss ich in so einen Müll hier machen, ey. Ja, ich habe die R-Fähigkeit zu früh benutzt und Support, ich muss ja normal hingehen. Aber irgendwie kriege ich es hin. Ich muss dieses Bewegen halt noch richtig üben. Ich versuche halt die Gestalt hier nicht zu nutzen. Ich kann halt. Lass mich halt gar keinen Schaden machen hier. Na, ich bin vorgelaufen, da war. Oh mein Gott. Man musste immer so ein bisschen vorlaufen und da läufst dann vor das Ding rein. Oh.
immer zu viel benutze. Egal, mache ich halt die Gestalt, jetzt ist ja wurscht. Warte, ich habe eine Sekunde. Jetzt ändert sich jetzt nichts hier. Weiß nicht, dass ich sowieso keinen Schaden machen kann. My shadow will cover this world once more. Wieso hat es mir so viel Schaden abgezogen? Hat es mich getroffen? Boah, Alter. Ist ja gut. Oh nein. This hate, this despair, oblivion burns within me. This world ist aber voll drauf. Ich muss versuchen, dieses Dodgen da ohne Gestalt zu machen, damit ich es danach. Aber wann soll ich denn draufhauen? Jetzt macht er das! Jetzt macht er dann das! Lass mich doch mal draufhauen! Lass mich doch mal draufhauen, Alter! Oh mein Gott, ich sehe nichts. Wow, jetzt ist auch noch. Jetzt noch eins. Hallo. Wow, das hat mir sogar abgezogen, ey. Ich muss halt schon vorher wissen, wo das kommt oder was. So nervig. Ja, ich muss das ohne Gestalt schaffen. Und dann bleibe ich sogar noch an ihm hängen, ey. Fast wieder vorausgegangen. Jetzt macht er das große Ding. Das bewegt sich so ein bisschen, oder? Zwei von denen, okay. Nein. Boah, ich bin da rein. Komm schon, ich hab eine Fähigkeit, ich muss auf dich draufhauen. Sei doch nicht so. Boah, die, also die Kreise sind echt Arsch, die siehst du ja nicht. Der große geht ja, dann siehst du eine. Macht er nicht zweimal das Ding? Okay, dann macht er einen großen auf einmal. Noch einen großen, einen kleinen und einen großen, okay. Wow, das kommt ja auch noch. Ich brauche die Gestalt. Please, gib mir die Gestalt. Jetzt sind zwei große, oder was? Boah, das ist... Die gehen so ein bisschen mit. Was macht er da? Er macht seine Rote an, immer anders. Jetzt macht er den... Das trifft mich auch immer... Scheiße, keine Gestalt hier. My vengeance will be bathed in ash. Mein Gott, ich muss doch auch mal hauen. Ich kann doch nicht die ganze Zeit irgendwas dodgen. Meine Güte. Und die Gestalt ist weg. Oh mein Gott. Ich kann das nicht. Oh, jetzt kommt dieser AOE wieder. Mich getroffen, krass.
Darkness hates is despair. Oblivion burns within me. Nein, wieso laufe ich immer in die Richtung, wo das halt ist? Oder ändert er nochmal die Richtung? Lass mich dich jetzt mal hauen, du Stück Schein. Oh mein Gott, ich bin da, zum Glück habe ich überlebt in der Gestalt. Aber hier werde ich jetzt sterben. Kann ich jetzt endlich mal auch Damage machen? Oh, weg! Boah. Oh mein Gott, lass mich doch auch hauen. Ich hab eine Fähigkeit, dass ich hauen muss. Hallo, wo bist du? Digga, das ist so anti meinem Gameplay hier. Das ist so Arschloch. Ich kann das doch nicht machen. Wow. Jetzt ist er wieder weg. Und jetzt... Er macht es immer auf mich. Er geht irgendwo anders hin. Ich tue mich danach richten und er macht das... Dreht er sich wieder um. Währenddessen... How the fuck ist das so ein scheiß Anti-Mili-Boss? Das kann nicht sein. Warum ist jeder Boss ein scheiß Anti-Mili-Boss? Hurensohn. Weg. Nochmal. Aber jetzt lass mich doch auch mal hauen. Boah! Zum Glück. Widerstand der Leere, Zauberschaden mit LP oder Multiplikator von... Ja, natürlich. Hey, das ist so anti-Mili, diese Bosse immer. Das ist so eine Scheiße, er regt mich halt auf. Okay, wir haben es ja geschafft, aber trotzdem, ist nicht schön. Du hast so ein kleines Fenster, um drauf zu hauen. Wir haben es ja geschafft, es ist sehr gut. Wegen diesen komischen Handschuhen hier. Da lachst du, Bruder. War ja auch witzig. Zwischendurch mal da, immer irgendwo drin zu trappen. Erhöhte Dauer von Zeitverwesung. Habe ich nicht. Chance auf Verlangsamung bei Treffer. Erhöhte Dauer von... Was ist denn das? Ich behalte es auf jeden Fall. Okay, es geht weiter. Ich muss hier hinkommen. Ich soll rechts lang. Dunkle Sonne, dann kann ich ja nur hier lang, oder? Erstmal. Das ist der einzige Weg, erstmal hier hoch, oder? Dann bin ich jetzt bei den Sturm beenden. Boah, ich will nicht wissen, wie die anderen Boss sind. Aber jeder Boss, ne? AOE-Fläche, groß, klein, irgendwelche Straßen. Ja, wie jetzt? Gibt's da nicht wildere Sachen oder wie? Nichts zum Verkaufen, nichts hier oder was? Direkt rein, ich habe aber Taschen voll, mein Freund. Achso, ich habe mich hierher geportet, dann kann ich ja mal kurz irgendwo hin.
Okay, dann behalte ich den einen hier. Wenn ich ihn bestimmt. Oha! Warte, 110 Nahkampfschaden. 110, man hat 100. Aber ich habe physischer, ich habe Dienerschaden. Das wäre jetzt halt scheiße. Hier ist halt nur Kampfschaden und Giftresistenz. Chance auf Blutung, nekrotische Durchdringung. Nekrotische Durchdringung. Ist schon nicht ohne, aber auch nicht geil. Diener-LP. Ja, kann man vielleicht nutzen für Diener irgendwann. Just Dance. Chance auf Gift bei Treffern. Diese ganzen Götzen, ey. Ich habe mir das hier angeschaut. Gear. Mit den Blessings. Oh, ich habe gar nicht geschaut. Ich habe gar nicht. Oh mein Gott, ich hoffe, ich habe die richtigen Segen genommen. Also Glückswinde. Increased 22 habe ich. Ja, das ist auch dabei. Lol. Einfach. Oh mein Gott, ich habe gar nicht. Ich muss mich ja nach diesem Muster hier halten. Lol, lol, lol. Ich habe noch nie so ein Ding. Increased Health, Cold Resistance. Increased Health, Increased Health. Increased Health, Increased Health, Increased Health. Alles um Leben. Just Dance. Just Dance. Kein so Ding habe ich noch. Aber ich habe die zwei richtig gewählt. Relic Drop Rate. Okay, passt, das mach ich schon. Wo ist denn die? Das ist was wie ein Baum hier. Okay. Now I am gespannt, welches Level die haben. Jetzt bin ich gespannt, welches. 75! Boah. 75! Juhu! 75, machen wir noch ein bisschen auf zum Lüften hier. Alexei? Temperatur. Im Augenblick liegt die Temperatur bei 3 Grad Celsius. Heute wird eine Höchsttemperatur von 12 Grad erwartet. Nochmal auf, bevor es wirklich Ding wird, warm wird. Okay, dann schauen wir uns jetzt noch an, wie das mit dem Level hier ist. Alter, 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 wie sehr sie uns vermöbeln. Okay, Stufe 75, what are we? 68. Muss aber gleich wieder zumachen, jetzt ist ziehen, es ist kühl. Don't want to risk anything. Seltene Helme, seltene Stäbe. Was haben wir für Helm? 51. Wir bräuchten Schuhe 66. Handschuhe. Stäbe, was ist hier? Foliant. Goldhaufen. Seltener Streitkolben. Ja, da müssen wir hin. Okay. Schauen wir mal, ob wir überhaupt eins überleben von dem Ding. Level 75 sind die. Gucken wir mal. Ja, als Gestalt geht's, ne? Ich würde sagen, das nächste Mal oder so. Oder später machen wir mal einen Dungeon, schauen wie hoch wir kommen.
So, die erste Level werden wir schaffen. Und hey, ich will den Arena-Key haben. Das war ganz geil. 40 Wellen. Alle 5 Wellen kurz Pause. Und alle 10 Wellen konnte man sich irgendwas aussuchen. Buff und Debuff irgendwie. Das wäre lustig hier. Ist schon. Hat schon noch cool Potential. Oh, ich habe meine Gestalt nicht. Aber ich halte mich gut gegen. Aber mein Schild ist weg. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Jo, schieß halt von der Range hier. Ja, ja, die hauen schon noch mehr rein hier. Man merkt, dass ich halt ohne irgendwie was Besonderes nichts machen kann. Also ich muss sagen, ich fand den Vogel schwerer als den Tentakelboss. Eigentlich. Jetzt war der Vogel der schwerste mit dem Tentakelboss. Sag ich, wie es ist. Sag ich, wie es ist. Say to you how it is, guys. Hab ich vorher mal gesagt, ne? Ja, irgendwelche Range-Fuzis hier ist ja gut. Was muss ich machen? Versiegle Ice Gate, gut. Ohne Reaver-Form. Boah, dann schießen die noch auf von der Range hier, die Wichser. Stell dir mal vor, was für Säcke das sind. Dann kannst du die gar nicht zusammenziehen, weil sie ja von der Range schießen. Vier Skillungen auf Melee. Vier Skillungen auf Cast, auf Range. Und das ist die einzige Melee-Skillung hier, die ich jetzt gefunden habe. Gibt bestimmt noch auf anderen Seiten andere, aber... Hier, muss ich irgendwas versiegeln hier? Oh nein, wenn jetzt Gestalt endet, bin ich RIP. Was sind denn das für Kreise wieder auf dem Boden? Gestalt ist vorbei. Was sind das für Dinger wieder hier? Mein Hauptziel ist eigentlich, Crit-immun zu werden. Steht da. Yo, was ist das? Es kommt dieser Sack. Ich konnte dich gerade nicht weg. Ah, ich vergesse mich. Ich kann nicht durch die Tür. Ich muss mich hier irgendwie porten oder so. Und selbst das geht nicht immer. Das nächste. Okay, nichts für mich, das ist das auch nicht, deswegen können wir schnell verkaufen. Yes. Mal, dass das anders machen. Ich habe jetzt Stabilität 23, wurscht. Hier. Nächster. Nichts für dich. Silence. Das Please. Weiß ich leider nicht. Ja, deswegen. Ich will dich gar nicht ansprechen. War nichts für dich. My lovely. Where do you go? My lovely. Boah, also ich muss unbedingt, bevor ich zum Boss komme, muss ich viel stärker werden, weil wenn es nochmal so ein Boss ist und die sind selten chillig, ich mache ja gar keinen Schaden. Ich habe an dem mit voller Ding auch nicht Schaden gemacht.
Also mit vollen Buffs. Ich konnte zwar nie alles haben, aber so generell war der Schaden bei dem Boss nicht so geil. Just saying. Oh, der hat mir eine reingehauen. Jo, mach halt noch 20 Sachen vor dich. So, komm, mit allem aktiv. Jo, der hat mich sofort aus der Gestalt geschossen. Boah. Machen wir erstmal die hier. Digga, es sind zwei von denen. Schon wieder sehr, sehr melee-freundlich. Willst du nur mal sagen hier. Ich kann keinen Schaden machen. Hier bei dem. Das sind noch zwei hier. Muss ich aufpassen. Einer haut links, einer haut rechts. Ich hab gar keine Ahnung, wo. Alter, ich darf nicht sterben, sonst ist das Ding weg. Ich darf halt nicht sterben bei sowas. Okay. So, dann haben wir hier. Ich hatte vergessen, die Aufnahme weiterzumachen, indem ich das Fenster zugemacht habe. Jetzt habe ich die. Jetzt bin ich einmal gestorben in dem und habe den Boss hier besiegt. Das ist der Kleine. Ganz entspannt. Muss ich noch üben hier. So, hör ich, wie es. Aber ich habe kein. Ich kriege kein so ein Ding, was ich brauche. Erhöht Schaden während des Kanalisierens habe ich nicht. Erhöht körperlichen Schaden, physischen Widerstand und Beständigkeit. Ich habe eigentlich kaum was gekillt und war direkt beim Boss hier. Und die Gegner sind stark. Leider kriege ich den Bonus-Loot nicht, da ich einmal verreckt bin. Das hat man, glaube ich, noch gesehen, gell? Und ich bin halt hier nochmal reingekommen. Da waren zum Glück ein bisschen andere Gegner. Trotzdem alles Anti-Melee. Oh. Trotzdem alles Anti-Melee, denn die haben irgendwelche komischen Fähigkeiten oder so. Irgendwelche komischen Fähigkeiten, die um sie herum sind meistens. Kreise, Wirbel. Was ist denn hier? Ja, ich kriege jetzt schon Loot, den ich gar nicht tragen kann. Obwohl er halt scheiße ist. Aber immerhin droppen einige Götzen hier. Wie level ich eigentlich die Dinger hier? Die, Siegen. Ich kann mir das alles nicht merken. Das halt heißt. Die Siegen. Denn anscheinend gehen die auch hoch und werden stärker. Oh. Da kann ich nur mit meiner Reaper-Form hingehen. Machen wir die auf jeden Fall hier die 10 voll. Am letzten bin ich sofort rausgegangen. Weil es mir eigentlich egal war. Also so schnell will ich halt auch nicht zum Boss, oder? Ich musste mich auf jeden Fall noch rüsten vom Boss. Oh, ja. Noch ein paar Level machen. Oh, das scheint ein besser, stärker zu sein. Ich bin aus meiner Form aus. Lol. Wenn mich etwas nicht one-shottet, dann geht's ja. Aber der mit dem Life-Pool hoch, runter, war halt schon anders krass gerade. Das war jetzt schon Fiebertraum.
leider nichts für mich. Vitalität hat einen Schaden. Na, hab ich ja schon geschaut. Okay, noch zwei. Noch zwei Stabilitätspunkte. Noch eins. Oh, jetzt kommt was Großes. Vielleicht reichen wir. Ich habe irgendeinen Schlüssel zu irgendeinem Tempel, zu irgendeiner Ini. Die Schlüssel droppen so selten, das ist so krass. Okay, 10 von 10. Was für Schlüssel haben wir denn wieder? Schlüssel zum temporalen Sanktum. So kann ich gar nicht anziehen. Bei mir jetzt mit Stufe 71, dann behalte ich das mal. Freeze Rate, Multiplikator, Kältewiderstand, Intelligenz, Gesundheit. Rüstung, Widerstand, der Leer. Was hat meins? Ist es besser? Weniger Ausdauer, weniger Ausdauer, ich verringe Nahkampfangriffsgeschwindigkeit. Zum Glück. Jo! Kann ich gar nicht machen. Prozent nur noch Nahkampfangriffsgeschwindigkeit, das ist ja krass. 56 mit dem. Hauptsache, wir haben einen Regenschirm am Borella. Leider diesen Special Loot nicht mehr. Leider den Special Loot nicht mehr. Wegen dem war ich ja eigentlich hier. Umbrella. 196. Erhöht Bewegungstempo. Widerstände physisch 6. Alle Attribute plus 2. Ist halt schon stark. Erhöhte kritische Trefferchance. Ist ja viel besser. Er hat viel mehr Widerstände hier. Amulett 42. Physisch 30. Aber Gesundheit ist ja krass wenig. Wir haben es jetzt gerade schon erhöht, aber halt, ich glaube, verschlechtert oder so. Nee.
Jo, was ist das für eine Brust? Ist eigentlich auch nicht für mich, ne? Bestimmt kennt ihr Widerstand. Naja, ich kann nicht noch mehr Blödsinn machen, oder? Yes. Ich glaube, ich kann nicht noch mehr Blödsinn machen. Ich habe jetzt wirklich, glaube Take ich, von that. den Stats sogar verschlechtert. Warte hier. Wann kann man die denn wieder skillen? Geht echt nur 18 Punkte bei den Skills? 18, ja. Aber der hat 21. Wie kann der 21 haben? Vom Gier? Der hat überall, der kann nicht das alles vom Gier haben. Weil das Gier ist nicht so. Das Gier gibt nicht plus 1 irgendwas. Wie komme ich denn höher in den Punkten? Gibt es nicht noch irgendwo eine Waffe hier? Stab braucht doch kein Schwein. Boah, mal schauen. Tour 75 nicht ohne. Wo ist denn die Minimap? Verloren oder was? Besiegen jetzt 13 Gegner. Ach, das ist jetzt sowas wie bei der Arena. Lol, ich hab's doch vorhin mir das gewünscht. Ich hab mir das vorhin gewünscht. Jo, das wird aber wild hier, wenn die Gestalt dann nicht geht. Und die kommen alle direkt, also wie jetzt zum Beispiel, die Gestalt ist nicht da. Muss ich kiten. Okay. Bonusloot wieder weg. Wie jetzt der Drucker, es ist vorbei. Ist das fertig oder was? Deswegen war auch keine Minimap, ist ja klar. Also ich denke, mit diesem physischen Widerstand sowas habe ich schon. Und Giftwiderstand habe ich besser. Durch die Wand gepottet, ja, war gut. Einfach kein Drucker mehr zu sehen hier im Bild. Ich habe es jetzt wieder hingeschaut und gar keine Zeit gehabt hier vor lauter Sterben hier. Ich hätte vorhin bei der Welle einfach nicht da stehen bleiben sollen. Ein bisschen kalt, ein bisschen kurz weglaufen, aber dachte mir, komm, ich reiz es aus und ist halt, wenn die höher sind, halt nicht ohne. So wie jetzt zum Beispiel, auch wenn ich keine Gestalt habe.
Aber vorhin hat es einigermaßen hingehauen, dass ich das machen kann und der heilt sich gegen. Aber wenn du was one-shottest, dann ist es halt, ne? We the name halt sagt, hier wird es auch nicht klappen, glaube ich, oder? Ja, ist gut, die sind halt tot, weil es so wenig waren. Habe ich Glück gehabt hier. Ich sehe Schilder. Das Ding macht ein Schild, oder was? Was ich hier machen, töte Feinde, den Hinterhalt anzulocken. Gut. Das ist der Hinterhalt, schätze ich mal, wenn der so kommt. Jo! Alter. Ich bin jetzt einfach zu low im Level. Level oder Gear ist zu low? Oder man muss halt noch vorsichtiger spielen. Krass. Ja, ich hätte bei den Vögeln natürlich auch weggehen können. Aber es ist ein Hinterhalt. Ne? Ich muss mich hier davon... hinterhalten, also unterhalten können lassen, wie auch immer. Und bestimmt war irgendeine Sache wieder am Boden, was halt wild war. Ja, so wie hier. Tausend Sachen am Boden. Oh, hier ist so ein scheiß Roboter, die mich halt auch one-shotten. Mit ihren Feuer und diesen schönen Kreisen, wo ich nicht hingehen darf. Und dann das schießen sie ja auch noch. Und dann verliere ich meine Gestalt, weil ich nicht angreifen kann. Okay, das ist echt mediumfreundlich. Ich habe auch keinen Plan, wie andere spielen. Ich habe mir kein anderes Gameplay angeschaut. Vielleicht machen die es ja, vielleicht ist es ja für die einfacher. Aber nicht zu viel Lust, den ganzen Millionären zuzuschauen. Wo mehr Bedanken ist, dass irgendwelche Subs reinkommen und Donations anstatt Gameplay oder sowas. Oh mein Gott. Was mich traurig heute macht, dass mein ein Headset kaputt ist da. Ich habe nur noch, da geht nur noch ein Ohr.
Und das hat halt neu 35 gekostet, da kostet es 59. Jetzt habe ich nur noch ein Ohr. Das funktioniert. Richtig scheiße. Selbst wenn ich zurückgebe, ist halt kacke. Kriege ich vielleicht 35 zurück, aber 59 kostet es neu. Nochmal. Verstehe nicht, dass alles so krass teuer wird, ey. Das ist keine geile Zone, sage ich euch hier. Also mir selbst. Oha. Ist man ins Bett gegangen, Wude, oder was? Oder sagst du noch auf Fieder schauen? So. Okay. Nimm einfach. So, das sollte für mich sein. Dolch, Nahkampf, Handschuhe. Das. Nahkampfangriffgeschwindigkeit, ist das so krass? Angriffsgeschwindigkeit ist halt so blöd, dass es dann so. Yes. Dass es so sinkt. Ich kann nie irgendwelche Handschuhe wieder mal. Ich kann nie irgendwelche Handschuhe neu anziehen. Wenn nicht diese Angriffsgeschwindigkeit drauf ist. Yes. Take care. Schon wild. Schon wild, schon wild. Okay, wirklich viel erlebt heute. Wahnsinn. Wahnsinn. Damit kehrst du zurück zur Spielauswahl. Jo, kann ich ja machen. Kann ich ja machen. Also wilder Tag 3. Sehr viel gelernt über die Glyphen, über die Runen, über was weiß ich, und das haben das Game ja sogar, also die Story glaube ich sogar durch. Damit würde ich sagen, schließen wir Tag 3 ab. War ultra geil, freue mich auf Tag 4 und hoffe auf weniger Bosse oder Viecher mit Fähigkeiten, wo ich nicht draufhauen kann. Also, geiler Tag 3, Tag 4 wird noch besser. Tag 3 damit Ende.